Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu den Waldgeschichten an meiner Seite, guten Robson, hallo. Moin. Robson OO oder Robson 00 eigentlich? Nee, Robson großes Auge, kleines Auge, komisch guck. Aha. Und Mene. Moin. Ganz gut. Und da sind wir. Ich nehme gerade noch einen Energy Drink. Letzte Folge haben wir hier die Cards geholt. Oh, Entschuldigung. Oh. Und jetzt gehen wir da durch. Die hatten wir ja gesehen. Ja, jetzt wollen wir da die letzte Keycard holen. Nee, wir gehen da jetzt durch die Tür oder mit der Keycard, die wir jetzt haben, oder nicht? Ja, und holen dann die dritte. Da gibt noch eine. Okay. Warte, ob ich mir noch ein Dings machen kann. Ja. Was ist ein Dings? Was druckst du dir denn? Stück Rüstung. Ah, hier ist noch ein Buch. Tim LeBlanc. Parallel Universes. Okay. Hast du noch nicht, oder was? Nee, hat ich noch nicht. Und wo ist die Karte? Keine Ahnung, die Karte haben wir. Die Karte haben wir. Wir müssen jetzt durch die Tür da hinten. Da war doch noch eine Tür. Oh, mal Lucky Lucky. Hier ist Eis an der Decke. Hier sind diese Schlafräume. Oder, Räume. Da nach rechts und da ist doch eine Tür. Da ist eine Tür, das ist korrekt. Hier ist Money und eine Uhr. Oh, Brilli hat die Tür aufgemacht. Okay. Tuesday. Ja, bisschen überanstrengend hier beim Pumpen, der Weste. Ja, der hier auch. In der Jogginghose liegt der hier. Hey, wir können Fußball spielen. Was liegt denn hier? Warum komme ich denn da nicht ran? Oh, hier ist eine Glasscheibe. Wie seid ihr da reingekommen? Wo ist der Eingang? Weg. Hier. Ah, hier. Hier haben die sich also fit gehalten, würde ich jetzt annehmen. Hm. Ja, eher so semi-erfolgreich, ne? Hier, die leben. Lass sie doch leben. Loserbande. Warum macht er denn jetzt nicht? Jetzt. Habt ihr da irgendwas gefunden? Jetzt nur ein paar ordentliche Hautlappen. Oh, hier. Was ist denn das hier für eine krasse Lounge? Ui, ich glaube, das sind so was wie Schlafkapseln hier. Ja, aber jetzt mal ernsthaft, ne? Ja. Keine Ahnung. Wir haben nur eben ein Kleid gefunden. Warum kann ich das nicht anziehen? Hier lebt noch einer von den Penisköpfen hier. Ne, jetzt ernsthaft, ne? Wo ist das Kleid? Und hier liegt ein Trainingsanzug. Den finde ich nämlich auch nicht. Wo liegt ein Trainingsanzug? Da auf der Dings. Okay, hab ich. Geil. Aber wo ist der bei euch? Oder das Kleid? Ich finde das nicht. Ich drück mal I und guck mal. Die anderen Klamotten sind ja immer ganz rechts. Ja. Wo ist ein Trainingsanzug? Der liegt da auf der einen Trainingsbank. Da ist die Lederjacke. Das ist die taktische Jacke. Wo? Okay, Neoprenanzug. Wo? Auf einer der Bänke da. Einer der Pumpbänke. Nee, ich sehe auch tatsächlich keinen. Kein Kleid und keinen Trainingsanzug. Nee. Ja, lächerlich. Wo soll der liegen, bitte? Hier. Lager, glaube ich. Kein Kleid, kein Trainingsanzug. Tracksuit. Ja.
Kein Schimmer. Die haben auch ein bisschen lang gebadet hier. Na gut. Ich will die Taschenlampe nutzen. Oh, ich hab Durst und Hunger. Gibt's hier noch irgendwas zu finden? Nur Stoff bis jetzt. Hier geht's auf jeden Fall weiter. Ja, da hinten, wo wir reinkommen, sind wir auch noch eine Abzweigung, ne? Ja? Wo? Wo denn? Sollen wir erst nochmal zurück, oder was? Ja. War doch gar nichts. Doch, doch. Ach da. Wie meinst du? Hier, tatsächlich. Das Schwimmbad. Ah, ist aber nichts. Nicht. Doch, Kinder. Er traut sich unter Wasser zu gucken, ob da was ist. Hab ich doch gerade. Ist nichts. Achso, okay. Na, dann hoch da. In den Partyraum. Party. Schon das geile Locations hier, oder? Ja. Könnte man das Ende der Welt verbringen, ne? So als ja. Prepper. Hier würde ich auch gerne feiern. So nach einem Rammstein-Konzert. Die Folge kommt weit in der Zukunft. Du weißt nicht, was da passiert zwischendurch. Das ist, oh, da haben sie einen in der Mitte nicht gemocht hier. Hä? Das ist hier eine E-Gitarre! Ich spiel Gitarre! Hä? Die kann man doch gar nicht einsammeln. Klar! Guck mal hier. Ich kann sogar damit zuhauen. Ja, wo liegt die denn? Ach, da liegt die. Okay, jetzt hab ich sie auch. You cannot. Da war aber gerade noch eine Tür, war die zu? Ja, nee, da war auch noch eine. Hatten der so viel Geld um sich hier rum? Hier ist auch Keycard, hier braucht man zwei Keycards. Oder geht die jetzt für alle? Wir haben, ich meine, die hält man hier, ja nur. Hier. Was? Hier. Was? Hier. Ja, Keycard. Hier kommt man nicht raus, ne? Ne, hier ist der Sessel. Aber hier liegen noch E-Mails. Koffer voller Geld und Drogen. Wo liegen die E-Mails? Tisch. Auf welche Tür machen wir jetzt zuerst auf? Ich habe keine E-Mail gefunden. Da auf dem Tisch. Hier hinten ganz auf dem hintersten, okay. Irgendwas mit Golfbällen labern sie. Ah, seid schon durch, okay. Keep an eye on Jian Yu. He may be working for Sahara. Okay. Haben wir aber nichts mehr in dem Kontrollraum? Gibt's nichts mehr, oder? Hier hinten noch ein bisschen Muni. Pokerschwärze. Hier geht's auch nicht so gut hier dem Kollegen. Wo seid ihr denn jetzt rein? Ach, hier. Im Maintenance-Bunker. Hier ist noch eine E-Mail. Testament von Herr Puffy collected. Virginia Puffing. I leave to Virginia. Der hinterlässt ihr viel Geld. Was ist das?
578.534.827.095. Das wird in der Welt nicht so sehr viel wert sein, schätze ich jetzt einfach mal. Ja. Hohe Inflation, sagst du? Ja, kannst du auf jeden Fall sehr hohe Inflation. Und ihr habt gesagt, war noch irgendwo eine Tür? Wo war die? Ja, direkt daneben. Ah, hier. Hier bei mir. Hier. Hier. Robson. Oh, da die leben davon. Billy? Ja, die leben. Warte mal, ich will noch mal eine Granate werfen. Die stehen da gerade so schön. Ja. Weiß mal eine Granate. Huhu. Mir ist der Kopf abgefallen. Sehr befriedigend. Oh, spielt direkt Fußball damit. Das ist schon eine blutige Geschichte hier. Hier sind auch noch welche. Ich sehe nichts. Da ist er. Hier ist der Bumsraum, glaube ich. E-Mail collected. Hier liegt eine E-Mail. Auf dem Kohle rum. Was schreiben die? Here's another one. Artifact 2. Okay. Wir haben hier so verschiedene Artefakte gefunden. Okay, hier geht's jetzt weiter. Es gibt wieder zwei Wege. Okay. Lass mal erstmal hier hinten lang. Noch nicht mal eingesehen. Lass mal erstmal hier hinten lang. Okay. Was ist das? Sitzsäcke? Und Babys. Der steht da, der lebt da. Ja, Babys, warte, ich werfe eine Granate rein. Ja, ja, sehr gut. Kuckuck. Idiot. Kollege ist tot, aber Babys leben beide. Ja, Babys, machen wir so. Aha. Oh, geil. No. Was? Oh. Ja, Mann. Nein. Los, Alter. Wie wird die denn betrieben? Elektrisch. Ja, mit Batterie. Hat ja aber nicht viel Wumms. Nee. Ich nehme mal einen Energy Drink zu mir. Hier gibt's gerade viele. Um dich kaputt zu schnetzeln, wird's reichen. Lass mich mal kurz probieren. Hör auf. Ich habe wertvolle Rüstung an. Neue Anleitung im Inventar verfügbar. Aber stimmt, da muss man bestimmt Motorsäge mit Batterie kombinieren, wette ich. Aber die geht doch schon so. Muss man ja gar nicht. Ja, ich kann auch nicht ändern. Robson ist schon weitergegangen. Es ist aber Fakt. Also es ist tatsächlich, das ist die Anleitung dafür. Robson ist schon weiter. Okay. Wohin? Da drüben, okay. Nee, ohne was zu sagen, tötet er Kinder. Mit der Kettensäge. Jetzt auch wieder zwei Gänge, einer rechts, einer links. Oh, okay. Gehen wir mal links. Der scheint zurückzugehen. Das ist so ein Rundgang, oder was? Meine ja. Warte mal, ich gehe mal kurz zurück und gehe mal rechts, mal gucken, ob ich zu euch komme. Ja. Mhm. Ja. Moin. Aber hier geht's auch noch weiter. Ah ne, das ist der Rückweg. Oh. Idiot. Sorry, Depp. Mene ist ein Depp. Okay, das heißt, wir müssen hier einen Berg hoch, genau. Ja, was wollt ihr von uns? Jetzt macht er jetzt so lange Höhlen. Das ist dunkel. Das ist schön. Und es schreien Leute. Mhm. Geh, beweg dich. Ich sehe gar nichts. Hier ist dunkel wie im Arsch. Das Ding ist, wir können hier nicht pennen. Doch, doch.
Wenn hier, Lagerfeuer. Wenn hier Gegner in der Nähe sind, kann man nicht pennen. Und da ist direkt einer. Nein, nein. Nein, nein. Ich muss einfach ein bisschen Vertrauen haben. Doch, man kann hier pennen. Ja. Wir werden es sehen. Ja, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Komm ran. Wo müssen wir denn jetzt noch hin? Ich dachte, das wäre jetzt das Letzte gewesen. Da gepennt, Junge. Ich dachte, das wäre jetzt das Letzte gewesen. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie es weitergeht. Ja, aber es war noch Versorgungsbunker B. Der war noch angezeigt. Ist er jetzt am Golfplatz oder was? Ich weiß es nicht. Ich kann jetzt sagen, ich kann jetzt hier mal lesen. Das sind die Keycards. Der letzte Schlüssel findet er an der Stelle, auf der die oben die markiert dort liegt. Eine Höhle. Aua, ich werde angegriffen. Oh Mann, ey, Leute. Der lebt noch, der lebt noch. Was mach ich denn jetzt? Jetzt macht er das Zelt, stellt er auf. Ja, Prioritäten. So, okay, nächster Versuch. Folgt hier dem Hauptgang bis hier zu einer Tür. Wir haben ja den B gefunden. Der muss irgendwo sein. Wahrscheinlich am Golfplatz, schätze ich. Möglich. Hier steht nicht, wie es... Ja, da müssen wir jetzt das blinkende Ding suchen. Würde ich sagen, gehen wir am besten wieder auf den Berg. Und suchen das blinkende Ding. Oh ja. Ja. Um die Bunker braucht ihr 300. Sie zeigen euch den Fundort auf der Map und was ihr braucht. Aber sie sagen nicht, was man damit machen kann. Ja, blinkt denn was? Drück mal M. Ja, nee. Nicht. Ich meine jetzt, ob da irgendwas steht oder so. Was redest du, Mann? Bei deinem Ding. Bei deinem Lösungsding. Mein Ding blinkt nicht, Mann. Komm, jetzt gehen wir am Berg. Ich weiß nicht, ob dein Ding blinkt, aber meins blinkt nicht. Weil wir müssen ja irgendwie eine große Übersicht finden, ob irgendwo grün was blinkt. Da ist schon wieder einer, Mann. Ja, hier sind überall welche. Lass in den Osten gehen, da ist der Berg. El Bercho, wo bist du hin? El Bercho, boah, du Wichser, ey, du hast mir fucking einmal Rüstung kaputt gemacht, ey. Könnt ihr euch noch an den Golfplatz erinnern? Ja. War da noch eine Keycard-Tür drin? Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, wir haben da nichts gefunden. Wir sind dann unverrichtete Dinge raus. Aber ich kann mich an die verschlossene Tür erinnern. Was haben wir denn jetzt eigentlich? Wir hatten die Keycards gefunden, die letzten, aber hier ist ein Gegnerlager. Damit sind wir ja schon durch Türen gegangen, oder? Ja. Na, google doch mal, was wir jetzt machen müssen. Warte, dann müsst ihr mich mal beschützen, weil ich kann jetzt hier nicht stehen bleiben und ständig... Das ist natürlich. Guck ich auch nicht. Du willst doch was. Ja, willst du gucken? Ja, klar will ich gucken. Dann lass ihn gucken. Aber ich werde hier schon wieder... Bleib doch mal stehen. Könnt ihr mich doch gar nicht beschützen. Da sind nur Rehe um dich rum. Ja, das habt ihr die ganze Zeit immer gesagt. So, gucken wir doch mal. Hier haben wir schon mal übernachtet. Ja, Brilli, machen wir ein Feuer. Ich glaube, ich habe nicht genug Stickles. Oh, zwei Stück. Fuerte. Fuego. Geht doch. Das sieht lustig aus. Ganz schnell essen, gell? Und geil bist. So. Ersten Schritte, Komplettlösung. So könnt ihr das Ende erreichen.
Es gibt noch jemanden, nicht nur Calvin oder Kevin, sondern es gibt ja noch eine Virginia. Egal, Blablabla, finaler Bunker okay. ausfindig machen, finalen Höhle im Bunker. Wollt es aber, oder? Würfel erreichen. Nein, diese Items benötigt ihr Kreuz, Seilpistole, Tauchausrüstung, Schaufel, Wartungsschlüsselkarte, Hammer und Goldrüstung. Die braucht man, um zum Ende zu kommen. Blablabla, bla, bla. Ende erreichen, finale Bunker aufs Fundort. Habt ihr schließlich die Goldrüstung gefunden, ist es an der Zeit, den letzten Bunker im Spiel aufzusuchen. Obwohl eigentlich die ganze Insel unterirdisch ein einziger massiver, durch viele Gänge verbundener Kompletter, bla, weit im Osten. Begebt euch an die Ostküste der Insel und sucht ungefähr auf halber Höhe den Wald nördlich des Flusses. Na komm, da geht's. Hilfe! Da ist Osten. Ich bin doch im Schnee, wieso brenne ich noch? Da ist Osten. Da müssen wir über den Berg drüber, wenn wir nach Osten wollen. Ja, dann los. Ich will ja jetzt nichts sagen, ne, aber es ist auch ekelhaft, dass der Brilli jetzt sogar recht gehabt hat. Womit? Dass wir nach Osten müssen. Er hat gesagt, lass mal nach Osten zum Berg, über den Berg. Hat ja auch noch recht, ey. Ekelhaft, das können wir uns jetzt für den Rest unseres Lebens. Was meinst du, was ich bei diesem Spiel schon alles gemacht habe? Jeden wichtigen Schritt, ich sag nur Aloe Vera. Was? Hallo, hey Vera, mein? Ja. Aber die Veronika hast du noch nicht gefunden. Das ist nämlich noch eine andere Begleiterin, die man finden kann irgendwie. Glaube ich nicht. Steht hier. Also stand da. Ich habe jetzt aber nicht gelesen, wie. Ich habe nur gesehen, dass es das gibt. Vielleicht kann man der das Kleid dann geben und der Trainingsanzug ist für Kelvin. Das kann gut sein, ja. Ja, ich bin aber auch wirklich ein Detektiv, ne? Was bist du? Ein Detektiv, ne? Mhm. Willkommen zur Detektei Brillibi. Was möchten Sie denn? Ja. Ich bin also, alles wieder. Eine ähnliche Alkoholkrankheit, wie Detektive. Wie gesagt, ich trinke gerade Wasser. Ja. Warum? Dürfen wir nochmal darauf zurückkommen? Warum trinkst du gerade Wasser, Brilli? Weil nichts da ist. Kein Spezi. Mhm. Kein gar nichts. Dementsprechend, wenn irgendetwas anderes da wäre, egal was, würdest du dann Wasser trinken? Ja, dann riecht Bock auf Wasser, schmeckt einfach hervorragend. Dieser vollmundige Geschmack. Oh. Nicht so viel Zucker, nicht so viel Salz, es ist perfekt abgestimmt. Kommen wir überhaupt irgendwo hoch? Das ist so ein richtiges Massiv. Ich brauche nochmal ein Feuer, mir ist super kalt. Ja, ist doch egal. Nee, ich kann nicht mehr sprinten, Mann. Wird ja nicht besser. Und wir laufen übrigens Richtung Südost und nicht Richtung Ost. Ja, wir müssen ja irgendwie über diesen Berg kommen. Ja, einfach geradeaus. Osten. 90 Grad. Zack, ab. Sehe ich doch. Da kommen wir doch hoch. Ist so easy. Nicht, dass man hier hoch kann. Klar. Schon 5-mal gemacht. Hier kann man hoch. Ich kann nicht mehr sprinten. Ich bin einfach dezent schlauer gelaufen. Ich kann nicht mehr. Wer ist schlauer gelaufen? Wir beide. Ich kann nicht mehr sprinten, warum? Guck dir den Brilli an. Guck mal, wo der festhängt, der Idiot. Ja, pass mal auf, wir hängen auch gleich fest. Obwohl, hier bin ich vorhin hochgekommen, also sollten wir das doch diesmal wieder schaffen. Komm, lass mal kurz ein Feuer machen, uns aufwärmen und dann. What? Auf dem Brilli. Achso. Haben wir schön oben Feuerchen. Ja, ja, dat. Weißt du denn, wonach wir jetzt suchen müssen? Ja, nach dem Bunker am Strand. So riech am Strand, oder was? So riech am Strand und ohne Graben. Bunker oder Höhleneingang? Bunkereingang. Ein Eingang, den wir vorher, sowas hast du vorher noch nicht gesehen. Da doch mal auf zu laufen und machen Feuer, Mädel. Da bin ich doch lang gegangen, den müsste ich doch gesehen haben. Ja, wenn du schlau wärst. So. Dann mach du mal dein Feuer und ich guck mal. Ich schubs dich hier runter, Junge. Ich guck mal auf die Karte, wo das ist. Okay, das Bild sagt. Oh, ist total verschwommen. Da ist so eine Art, okay, da ist dieser See,
Und da geht so ein Fluss lang. Das gucken wir mal auf hier. Was soll jetzt hier an diesem Feuer passieren? Hm. Mann, aufwärmen, du Affe. Ja, aber es funktioniert nicht. Es passiert bei mir nichts. Ah, doch, jetzt. So. Na dann. Ja, mal runter. Wie ist das mit dem Schlitten? Der Schlitten ist geil. Wie funktioniert das? Muss ich da was drücken? Maustaste und dann ab geht's. Ah, okay. What? Fuck! Das war sick. Das war richtig sick. Scheiße. Hab's ja gesagt, aber keiner wollte mir glauben. Boah. Wieder instant eingefroren, ey. Ich hab einen Energy-Drink getrunken, bei mir geht's jetzt. Ja, ich früher auch nicht. Ich hab nur Hunger. Ist das dann der See oder ist das das Meer? Meer. Das ist ein Höhleneingang, ne? Ist der neu? Den wollen wir nicht. Den wollen wir nicht. Das ist nicht das Meer. Das ist ja ein See. Stimmt, das ist ein See. Einfach weiter nach Osten bis ans Meer. Ja, ich sag ja nur, aber das ist. Ich habe nur gefragt, ob das das Meer ist, du Affe. Und nee, es ist es nicht. Ich hab verstanden. Ist das am Meer oder ist das am See? Affe da, ey. Meint ja keiner, dass du wieder so krass nuschelst, ey. Ich fahre Schlitten. Ui, aber man kann nicht lenken, ne? In einem unbekannten Land, vor gar nicht allzu langer Zeit, war eine Biene sehr bekannt. Und er sprach alles weit und breit. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Es ist einfach so dumm mit diesem Schlitten. Ah, man bleibt aber ständig an Bäumen hängen. Aber man tut sich nicht weh. Stimmt. Unrealistisch. Hier blinkt's, Leute. Realistisch. Gegenüber des Sees blinkt's. Bei deiner Mutter blinkt's. We're just saying. Ja, das ist aber nicht, wir müssen... Oh, jetzt bin ich down. Shit. Wie ist denn das jetzt passiert? Nee, ich bin nicht down. Ich habe noch ein ganz kleines bisschen Leben. Ich will mal Metz reinpfeifen. Geil, das ist wie Pinball. Ja, aber Brilli, da waren wir doch vorhin schon. Da hat's geblinkt. Ist richtig. Da hat's eben nicht geblinkt. Natürlich. Wann sollen wir denn da gewesen sein? Ja, geh da mal hin. Ja, ich geh jetzt auch hin. Ja, geh mal hin. Seh dich auf dem Radar nicht. Ist lustig. Das ist auf jeden Fall an irgendeiner Bucht am Meer, ganz im Osten. Hier ist ein Zelt, was von uns. Cool. Das ist kaputt, Mist. Oh, ihr seid aber schon weit. Hier sind Gegner ohne Ende. Ja, viel Spaß. Hier ist eine Höhle. Viel Spaß. Das ist doch die Höhle von vorhin. Von welche denn? Welche du meinen? Wir waren doch gar nicht hier. Wir sind doch nur bei uns zu Hause gewesen.
Also hier waren wir definitiv noch nicht. Ziemlich sicher. Leute. Ja, Mene hat recht. Mene, kommst du? Ich warte hier auf euch. Komm zum Blink. Warum? Weil hier Bunker ist. Das ist der Eingang. Wo bin KB? Was? Das ist nicht so ein also ja, ist egal, aber es ist auch noch. Hier unten ist Bunker. Komm her jetzt. Komm ja, ich bin jetzt schon auf dem Weg. Mein Gott. Aber das ist doch falsch. Da würde ich sagen, machen wir noch mal eine Folge. Die hier geht schon 30 Minuten. Also, Leute, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Brillibi und Robson. Ciao. Ciao.